Ich habe einen Reisebericht geschrieben und möchte nun mit jemandem an der gleichen Datei zusammenarbeiten. Ich öffne den Windows Explorer hier lokal. Hier ist der Reisebericht Haarlem Amsterdam. Ich öffne diesen Bericht lokal, um den kurz anzuschauen. Ich habe hier eine Kopfzeile. Ich habe hier einen Zweispaltensatz mit Bildern und eine Fußzeile. Damit ich hier zusammenarbeiten kann, könnte ich hier bereits auf Teilen klicken. Ich mache das nun aber anders. Ich schließe Word nochmals und ich lade diese Datei auf OneDrive online hoch. Okay, hier ist auch ein OneDrive, aber bei mir ist das nicht synchronisiert mit dem Online OneDrive. Ich gehe online ins Internet. Ich habe mich hier eingeloggt bei office.com mit Benutzername, also meine Mailadresse und dem Passwort. Gehe hier online zu OneDrive. Hier habe ich ein paar Ordner. Ich gehe zu WBZ und erstelle hier neu den Ordner Reiseberichte erstellen. Und hier in die Reiseberichte lade ich die Datei hoch, die ich lokal erstellt habe. Hier Haarlem, Amsterdam. Okay, öffnen. Es wird nicht wirklich geöffnet, sondern hier hochgeladen. Da ist sie nun, meine Datei. Und erst wenn sie wirklich online ist, kann ich mit jemandem gut zusammenarbeiten. Ich öffne diese Datei. Und bin schon ein bisschen enttäuscht. Ich sehe keine Kopfzeile und ich sehe keinen Spaltensatz. Okay, hier kann ich auf Kopfzeile klicken, dann sehe ich die Kopf- und Fußzeile, aber so im normalen Bearbeitungsmodus sehe ich das nicht. Und ich habe auch nicht alle Werkzeuge, die ich mich gewohnt bin, wenn ich lokal arbeite. Aber ich teile nun einmal diese Datei. Ich gehe hier auch auf Freigeben. Und lade Cornelia zur Mitarbeit ein. Hier als erstes bestimme ich das Recht, was darf sie dann mit dieser Datei machen? Darf jede Person, die diesen Link erhält, daran arbeiten? Dürfen nur jene Personen daran arbeiten, die in meiner Firma mit Office 365 verbunden sind? Oder darf nur eine bestimmte Person daran arbeiten? Und ich sage hier, jawohl, die Bearbeitung zulassen. Übernehmen. Jetzt tippe ich hier die Mailadresse ein von Cornelia, schreibe hier noch eine kurze Nachricht, hier der Bericht zum Gegenlesen und senden. Was passiert nun? Ich sehe hier, da wurde offenbar irgendein Link gesendet. Wie sieht das nun bei Cornelia aus? Bei ihr sieht es so aus. Natürlich hat sie auch ein Office 365. Sie geht zu OneDrive. Sie sieht natürlich nun ihre Dateien und unter Geteilt, hier sieht sie nun ihre Datei, kann hier draufklicken und diese Datei bearbeiten. Klickt darauf und jetzt kann sie hier etwas hineinschreiben. Wie sieht das nun auf der anderen Seite bei Pirmin aus? Ich wechsle wieder zu Pirmin. Bei Pirmin sieht das nun so aus. Bei mir erscheint nun ein zweiter Cursor. Ich kann hier auch daran arbeiten. Also hier kann ich irgendetwas schreiben und ich sehe, im Hintergrund ist da offenbar jemand am Arbeiten. Wenn ich hier darüber fliege, steht hier der Name dieser Person und ebenfalls hier oben steht, wer denn hier gerade am Arbeiten ist. Also, wir arbeiten jetzt zu zweit an dieser Datei. Natürlich könnten auch noch mehr Personen an dieser Datei arbeiten, aber ich denke, so könnte man zum Beispiel Jahresberichte schreiben oder man könnte Mitgliederlisten anstatt hin und her zu mailen, so miteinander pflegen und hat immer die aktuellste Datei. Das Unangenehme am Online-Word ist ja aber, dass ich weder die Kopfzeile sehe, noch den Spaltensatz
und ich hier oben auch nicht alle Werkzeuge zur Verwendung habe. Also hier auf in Desktop App öffnen und hier oben öffnen klicken. Achtung, nicht etwa hier klicken. Hier fortfahren meint hier online fortfahren, aber ich will ja jetzt lokal das Word öffnen, also hier öffnen. Und was passiert hier? Da steht, Cornelia ist hier. Also sie ist immer noch hier. Und ihre Änderungen sind nach wie vor sichtbar. Und ich kann jetzt perfekt in meinem lokalen Word daran arbeiten und sehe Kopfzeile, Spaltensatz und alle Werkzeuge, die ich brauche. Wenn ich hier speichere, sieht auch das Speicherzeichen ein bisschen anders aus, denn es wird online gespeichert. Und ich sehe da immer noch, da ist Cornelia am Werk. Das war's.